Ja, ihr lieben Leute, ich habe neue Leaks für euch, und zwar von dem Season Set, was ja am 1.10. exklusiv bei Lego erscheint. Da hieß es ja, dass es eher so was Weihnachtliches, eher was Festliches sein wird mit der exklusiven 25-jährigen Jubiläumsfigur R2-Katie. Tja, weit gefehlt, mit Frieden ist nicht ganz so viel bei diesem Set, dafür ist es viel, viel besser wie gedacht. Aber ich will euch jetzt hier nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen würde ich sagen, an der Stelle genug gequatscht und los geht's. Wie gewohnt zunächst einmal die Fakten. Ja, wir haben eine UVP wahrscheinlich von 30 Euro, deswegen habe ich extra hier rot markiert. Das ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, allerdings hatten wir ja letztes Jahr bei diesem Millennium Falcon Weihnachtsdiorama Weihnachtsspecial ebenfalls eine UVP von 30 Euro. Deswegen denke ich und hoffe natürlich auch insgeheim, dass wir wirklich hier auch bei 30 Euro bleiben. Wir bekommen auf jeden Fall 383 Teile, was dann... Sollten diese 30 Euro als UVP stimmen, einen Teilepreis von 8 Cent macht, das wäre natürlich super fair, deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass es vielleicht diesmal 35 Euro kostet, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, da müssen wir uns noch einen Moment gedulden. Was auf jeden Fall Fakt ist, wir kriegen 7 Figuren und die schauen wir uns jetzt mal an, und zwar R2-Katie, war ja bereits bekannt, dass sie in diesem Set sein wird, dieser Droide. Ich finde, er ist ein bisschen farbenfroher geworden, als ich das persönlich erwartet hatte, allerdings muss ich damit sagen, kann ich ganz gut leben, das ist in Ordnung. Und die Szenerie ist halt eine komplett andere. Eigentlich dachte ich eher, oder es war eher so angekündigt, dass es was Weihnachtliches, was Festliches sein sollte. Tja, Pustekuchen. Also das sieht mir nicht wirklich nach Weihnachten, das sieht mir wirklich nicht nach Frieden oder ähnliches aus. Wir bekommen dazu halt noch 3 Rebellentrooper, 3 Stormtrooper und dann halt noch so einen richtig geilen Rebellenscout. Ja, Speeder, der sieht echt in Ordnung aus, gefällt mir sehr gut, und auch dieses Dropship, auch wenn es jetzt hier ein bisschen in der Distanz ist, vielleicht die Auflösung auch noch nicht die beste ist, aber man kann schon erkennen, das Set macht richtig was her. Und gerade für Leute, die Army-Builder sind, ja, die wirklich gerne viele Figuren haben, die kommen hier definitiv auf ihre Kosten. So einen kleinen Speeder und so ein kleines Dropship kann man auch immer gebrauchen, also daher ein richtig geiles Set. Denkt bitte daran, dieses Set wird wahrscheinlich Lego-exklusiv sein, erst am 1. Oktober erscheinen und dann auch nur für 3 Monate im Markt. Also quasi Ende Dezember ist Ende im Gelände. Letztes Jahr erinnere ich mich noch bei den Millennium Falcon Weihnachtsdiorama, dass es, glaube ich, Anfang Dezember nochmal ganz kurzzeitig auf der Lego-Webseite reduziert war um 20% und dann eine Woche später rausverkauft. Also ich würde nicht darauf wetten, dass ihr dieses Set noch, sag ich mal, ganz kurz vor Weihnachten bei Lego kaufen könnt. Ich kann dann natürlich falsch liegen, aber ich glaube, das ist ein Set, was wahrscheinlich super viele Leute haben wollen. Ich meine, dieses Set ist ja natürlich eine super Ergänzung, zum Beispiel für die Rebellenbasis auf Yavin 4, da haben wir ja de facto eigentlich nur einen Rebellen drin, und auch zum Beispiel bei dem Boarding von der Tente 4, wobei da die Figurenanzahl eigentlich okay ist, aber auch dort kann man natürlich das Ganze jetzt ein bisschen erweitern, das Ganze mit Figuren unterfüttern, also dafür Leute, wie gesagt, die Army-Bilder sind, ist das eine super Zeit, ich glaube, ist das auch ein super Set, aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr Bock auf dieses Set? Hättet ihr euch eher was Weihnachtliches, eher was Festliches gewünscht? Oder sagt ihr, völlig egal, ich brauche immer Truppen, ich brauche immer Soldaten. Ich bin froh, dass dieses Set so erscheint, wie es jetzt angekündigt ist. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.